herzlich willkommen zurück in Shroud of the Avatar. Und zwar werden wir heute ein bisschen mit dem Holz spielen. Das heißt, wieder eine Folge mit dem Handwerk. Und ich werde direkt mal anfangen hier. Gucken, das Maximum rausholen. 20 Stück. Wunderbar. Wir müssen das nämlich sehr hoch jetzt skillen, damit wir denn auch Bögen machen können. Das heißt, wir müssen erstmal hier was machen, bevor wir das andere Handwerk wieder machen können. Und man startet auf Stufe 10 dieses Handwerks. Ich habe jetzt schon 11. Entschuldigung, ich korrigiere auf 12. Und zwar brauchen wir das noch viel, viel weiter oben, damit wir das problemloser das andere Holz eben halt weiterverarbeiten, damit man daraus Bögen, also Sachen, Komponente für Bögen eben halt herstellen kann. Mich interessieren halt nur die Balken. Die Bretter und die Holzstange, die brauche ich nicht fürs Schmieden, beziehungsweise für eben halt den Schreiner, beziehungsweise den Baumbauer. Deswegen werde ich hier erstmal damit skillen, damit ich, weil ich brauche die Führenbalken eigentlich. Aber ich möchte eben halt nicht so im Verlust arbeiten. Ich möchte eben halt wirklich mit Erfolgen arbeiten und nicht, dass was an Holz verloren geht, weil wir müssen ja schon sehr viel skillen. Denn der X-Hider braucht definitiv einen besseren Bogen. Und was ist billiger, als wenn man selber das eben halt alles holt, die Rohstoffe, und das selber verarbeitet? Da gibt es, glaube ich, nichts Besseres. Also müssen wir das machen. Und das ist erstmal auch dann das, was wir jetzt vorhaben. Wenn wir eben halt keine Rohstoffe mehr haben, müssen wir wieder welche besorgen. Erstmal vielleicht so ein paar Tage ansammeln, stundenlang. Und dann wieder voll durchziehen mit den ganzen Rohstoffen. Denn sonst kommen wir nicht voran und ihr seht nichts Interessantes. Keine großen Dungeons oder sonst irgendwelche tollen Sachen, die es hier noch auf der Karte zu entdecken gibt. Auch wenn vieles noch wirklich in Arbeit ist. Wir haben jetzt so heute mehrere Gebiete begangen. Die haben wir aber nicht aufgenommen, weil es steht schon ein Schild da am Anfang. Ja, tut mir leid. Ist noch nicht ganz fertig, mehr oder weniger. Deswegen müssen wir hier ein bisschen noch... Eben halt haben wir noch Zeit zum Leveln. So, was haben wir denn hier jetzt? 22. Wahnsinn. 23. Oh, Gerberei-Expertise ist Fertigkeit auf Stufe 26 bei dem X-Hider. Das ist ja der Wahnsinn. Also der ist auch nebenbei natürlich am Handwerk dran. Ganz fleißig. Und ich versuche eben halt auch noch das, was ich habe, zu verarbeiten. Ach, ich habe noch gar nicht den X-Hider gefragt, ob der dann vielleicht noch ein bisschen Holz oder irgendwas eingesammelt hat und in der Bank hat, aber ich denke mal nicht so, weil ich ja hauptsächlich das alles immer gemacht habe. Aber ist auch nicht schlimm. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Holz, wie ihr das seht. Da noch 81, hier noch 91, aber der Teeröl zum Beispiel kriegen wir beim Gerberer. Ja, der hat für Handwerk allgemein alles. Oh, jetzt haben sie aufgehört. Ah, 20 ist, glaube ich, das Maximum, wa? Gucken wir mal. 13 können wir nochmal. Sehr schön. Also ich denke, das werden wir heute auf jeden Fall sehr, sehr weit mit dem Holz kriegen. Weil Holz kriegt man ja auch mehr als Erz, habe ich das Gefühl. Und daher ist das auch viel, viel schneller dann weiter oben, das ganze Handwerk. Da sind wir auch schon auf 27. Das ist der Wahnsinn. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, wie weit ist das denn? Bei 36,7%. Also... Fehlrate, dass die sinkt halt, ne? Er ist schon auf 27, ich bin jetzt auf 28. Aber schon mal ganz gut. Ist aber besser. Oh, da ist viel geschlagen. Ah, das ist nicht so schön. Das ist wirklich nicht so schön. Das Gute ist, durch das selber holen ja an Rohstoffen macht man ja auch mal Skelette oder so. Und die haben ja auch Gold drin. Und deswegen irgendwelche Sachen zum Verkaufen halt auch noch. Und dann kann man ja das hier auch noch leisten, das Teeröl. Ich bin auch noch viel zu schwer. Ich habe auch noch natürlich so viel Holz und alles. Ich habe ja auch die Rinden mitgenommen, obwohl ich nicht weiß, wofür die sind. Deswegen dachte ich einfach mal mitnehmen, falls die ja für die Balken oder sonst irgendwas wichtig sind.
Oder ob wir schon was damit machen können halt. Und damit sind wir schon auf 31. Ja, das ist ja klasse. Ja, das macht richtig Spaß. Ich glaube, ich werde mich generell aufs Handwerken mehr konzentrieren als alles andere. Können wir nur einen nochmal versuchen? Vielleicht noch ein knappes Level hierzu? Ja, schön. So, nehmen wir das mal. Dann werden wir die hier mal herstellen. Ah, da geht das Teeröl alle. Okay, gut. 15 Versuche ist schon mal ganz gut. Vielleicht schaffen wir es ja auf so 35, 36. Obwohl eigentlich so 40 oder 100 besser wären. Nein, Scherz, so geht es mal nicht hin. Okay. Ich sehe gerade, ich muss meine Waffe auch noch reparieren. Die ist auch noch angeschlagen. Fehlschlag, verdammt. Oh. Juhu, 33. Muss ich mal drauf achten, wie weit der Balken immer weiter geht. Oh. Das dauert ja jetzt schon ein bisschen länger. Aber schon auf 40,6%. Das ist doch der Wahnsinn. Wir schaffen es vielleicht so auf 35, wenn es klappt. Auch von der Mache her, so wie das Handwerk ist, gefällt mir das. Finde ich sehr gut. Ich bin nur gespannt, wenn ich dann höher bin, wie es dann aussieht. Was man dann so machen kann. Fehlgeschlagen, aber trotzdem Level up. Yay, auf 35 jetzt. Sehr schön. Das war mein Rücken, Entschuldigung. Alte Sachen rosten halt ein bisschen. Nein, ich schätze, war mein Stuhl. Gut, dann haben wir das erstmal. Ach, einmal können wir noch. Dann machen wir auch einmal noch. Dann ist das Teeröl auch alle. Sehr schön. Alles nehmen. Und hier ist das nächste. Und hier können wir dann theoretisch anfangen, hier mit dem hier. Wenn wir dann den Wachs haben und Holzpfeile? Eine Holzpfeile? Ich habe keine Holzpfeile. Wieso habe ich keine Holzpfeile? Dann müssen wir das auch noch gleich mal gucken. Und das brauchen wir dann, um hier weiterzukommen. Aber Bogensehne brauchen wir auch noch. Ich weiß noch nicht. Ah, da hebt der Exiler die Hand hoch und sagt, das muss er machen. Alles klar. Aber dann müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen. Die Schmiedin ist da. Nein. Wahnsinn, sie ist da. Gucken wir mal, ob sie eine Pfeile hat. Nein, hat sie nicht. Sie hat einen Meißel. Eine Hammer schon einen Meißel. So, dann gucken wir mal eben. Also Tee können wir auf jeden Fall schon mal wieder kaufen. Und Wachs. Oh, okay, ist teurer. Wie viel kosten denn 50? 900? Oh, 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 oh. Also eine Pfeile brauchen wir noch. Eine Pfeile. Dann müssen wir bei einem anderen Händler hier mal gucken, ob wir eine Pfeile bekommen. Ich befürchte nur nicht, weil der noch nicht mal mit mir spricht, der Arsch. So. Verkaufen. Nein. Er öffnet nichts. Also manchmal nervt das jetzt hier echt. Okay, eine Pfeile. Oh. Können wir die denn jetzt her? Ah, verdammt. Müssen wir gucken, ob der eine der
Verkäufer hier irgendwo von den Spielern was da stehen hat, weil die stehen ja davor eigentlich noch. Verkauf, Inventarverkauf. So, was haben wir? Angelrute, Barren vom Bündel Federn. So, noch herausfinden, wo wir die herkriegen. Form für Dolchklinge, Form für Draht. Schwertklinge, Kriegshammer. Wow. Hacken, Hake, Mitte, Messer, Knochenmehl, Top. Messer, Stößel, Ringform. Den einen Ring, um sie zu knechten. Ups. Schaffer Meister, nee, das ist nicht. Scheiße. Tischlerhammer. Thronversiegelung. Ey, wirklich jeden Scheiß. Aber das, was man braucht, nicht. War ja klar. Ja, dann war's das auch wieder hier für mich. Obwohl, warte mal, einmal konnten wir, glaube ich, hier nochmal. Ja, einmal konnten wir hier nochmal. Das machen wir auch direkt. Ja, dann war es erstmal für mich hier. Muss ich irgendwo anders gucken hier. Wegen den Sachen. Das ist echt schade. Eine Fete für den Landwerk. Diese eine Komponente. Das ist doch. Scheiden. Oh, sag ich jetzt immer bescheiden. Es sei denn, die anderen die anderen Leute hier haben's. Ah, den kann man nicht ansprechen. Gut, ich guck mal ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ja noch was. Ich glaube aber eher nicht. Ach, da hinten ist noch einer. Ah. Ey, es ist so ärgerlich, wenn dir eine Sache fehlt und du weißt nicht, wo es das dann auch noch gibt, ne? Eine Pfeile. So. Ey, cool. So ein Totenkopf drin. Keine Ahnung warum. Wolfsmützen ohne Ende. So, gut, gut, gut. Topfköpfe hier haben. Der hat nichts. Oh, der hat was. Kurzbogen. Wow. 3 bis 9 Schaden. Gesundheit plus 20, plus 30 Haltbarkeitsbonus. Waffenschaden 1% mehr, 5% Angriffsgeschwindigkeit mehr. Tonpfeife und Langbogen. 7 bis 22 Schaden. Durch. Ach, das ist doch traurig, wenn man das nicht kriegt, was man haben möchte oder so. Ja, schade. Da muss ich echt erstmal hier ein bisschen herumlaufen. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall werde ich das nächste Mal versuchen, kein Handwerk zu machen, damit es wieder was anderes gibt. Dann macht's gut. Tschüssi.